Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches, unverteiltes Rennen. Und wie immer in Stadeck müssen wir auf den Bus warten. Das heißt, jetzt wäre eigentlich nur mehr eine Minute bis zum offiziellen Start. Nein, ich bin letztes Jahr auch gefahren, die längere Runde nur. Die ist ein bisschen länger, war, aber Strecken wie jeher, cool. Unter Anführungszeichen heute nur 13 Kilometer, wie hat die die Strecke getaugt? Ist ja etwas modifiziert worden? Eigentlich ziemlich cool, weil es von der Länge her ähnlich ist wie die Edition. Von dem her, ja, hat mir eigentlich gut gepasst. Wir haben jetzt Anfang Juli, wie wird deine Saison weitergehen? Naja, morgen auf jeden Fall österreichische Meisterschaft in Eliminator und nächstes Wochenende noch Shorttrack und Edition. Und dann ist ein bisschen Saisonpause und dann in August und September. Dann wünschen wir alles Gute für den Rest der Saison. Noch einmal Applaus für die Siegerin bei den Damen. Valentina Gruber hat hier gewonnen. Den Schöckl-Gipfelsturm über die Small Distanz. Du warst schon öfters mitgefahren. Nein, also jetzt ist das vierte Mal, glaube ich, war auch eines meiner ersten Rennen. Und vor, glaube ich, 2 Jahren habe ich die Medium-Distanz gewonnen. Das war mega. Wollte dann aber nächstes Jahr bei der Apel-EM mitfahren, war leider verletzungsbedingt außer Gefecht und umso schöner ist heute zum Gewinnen. Also kannst du empfehlen den Bewerb hier im Schöckl herum? Auf alle Fälle, man sieht an der Kulisse, mega halt. So passt, Applaus für den Sieger Gerald Kunze, gewinnt hier die Small-Distanz über 13 Kilometer. Ja, ja. Noch einmal vielen Dank an die ersten drei in der Gesamtwertung bei den Damen. Valentina Gruber, Nathalie Schöffmann und Anna Waldner. Bravo! Und vielen Dank nochmal Gerald Kunter, Dominik Wücher und Max Paré-Mounts. Das ist Siegerinnen bei den Damen, die Teamwertung gewonnen vom Team Bike Club Giant Stadeck. Noch einmal Applaus hier für die ersten drei Teams, Bike Club Giant Stadeck, Team Younger und die Crazy Cross Bikers.